Liebe Gemeindemitglieder in St. Dionysius, rühr mich nicht an, so sagt der Auferstandene zu Maria Magdalena, als sie sich am Ostermorgen im Garten treffen und sie meint, es sei der Gärtner. Rühr mich nicht an, noli me tangere, das ist eines der Worte Jesu, die es geschafft haben, zu Sprichwörtern zu werden. Komm mir nicht zu nahe. In den letzten Wochen haben wir auf der einen Seite genau dieses verinnerlicht. All überall sind Abstandsregeln zu beachten und wir tun das mittlerweile ganz routiniert. Andererseits haben wir, wie vielleicht schon lange nicht mehr, gespürt, was uns fehlt, wenn es die körperliche Nähe nicht mehr gibt, wie uns Gemeinschaft fehlt, wie es uns auch fehlt, wirklich körperlich nahe zu sein, uns eben auch berühren zu können und zu dürfen. Auch beim Gottesdienst gehört das unbedingt dazu. Kirche, das ist die Ekklesia, die Versammlung. Und in der Messfeier läuft alles auf die Communio zu, auf die Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander. Insofern werden die Gottesdienste in den kommenden Wochen voller Widersprüche sein. Auf der einen Seite, was ist das schön, dass wir wieder zusammenkommen werden, ein Grund zu wirklicher Freude. Auf der anderen Seite werden alle Gottesdienste von Abstandsregeln geprägt sein. Noli me tangere, rühre mich nicht an, wird uns überall entgegenschallen. Singet dem Herrn ein neues Lied, aber in Gottesdiensten ohne Gesang. So begegnen auch uns, dem Seelsorgerteam, in den letzten Tagen viele Fragen. Uns begegnet Skepsis und Kritik schallt uns entgegen. Ihr fangt viel zu früh an. Umgekehrt, ihr fangt viel zu spät an. Oder ich sehne mich nach der Heiligen Kommunion, wann feiern wir wieder Messe? Auf der anderen Seite, Kommunion, bei der wir alles tun, um Abstand zu halten, das kann ich nicht, da kann ich nicht mitmachen. Das sind nur einige Stimmen. Ich kann jede dieser Kritikpunkte gut verstehen. Und viele davon trage ich auch in meinem Herzen. Deshalb haben wir uns als Seelsorgerteam entschlossen, in den kommenden beiden Wochen am Sonntag in dreierlei Weise Gottesdienst zu feiern. Wir feiern die Heilige Messe. Am Samstag Vorabend um 18 Uhr in Herz Jesu, am Sonntag um 11 Uhr hier in der Bonifatiuskirche und um 11.30 Uhr in der St. Peter- und Paulkirche. Wir halten Wort Gottes feiern, bewusst ohne Kommunionausteilung. Am Sonntag um 10 Uhr in St. Marien und ebenfalls um 10 Uhr in Herz Jesu. Und wir übertragen weiterhin die Messe um 11 Uhr hier aus der Bonifatiuskirche, sodass Sie auch weiterhin mit großem Abstand, wenn Sie zu Hause sind, an der Feier teilnehmen können. Wir haben uns dazu entschieden, dass es zum Gottesdienstbesuch keine Voranmeldung geben soll. Gewiss, es besteht das Risiko, dass wir bei fest ausgewiesenen Plätzen nicht für alle einen Platz haben. Auf der anderen Seite war bei uns die Unsicherheit, wie gehen wir damit um, wenn Menschen kommen, die sich gar nicht angemeldet haben? Und umgekehrt, ist Spontaneität gar nicht mehr möglich? Es ist ein Versuch, ob es auch so geht. Eines ist mir noch wichtig. Verstehen wir diese drei verschiedenen Formen als eine gegliederte Feier, wo wir im Herzen und Gebet mit den anderen verbunden sind, als Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde. Ich freue mich auf den nächsten Sonntag.